Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht noch erinnern können an eine dunkle Zeit vor dem Autocontent auf diesem Kanal. Es ging um waghalsige Fahrmanöver, brutale Maschinen und jede Menge Alkoholkonsum. Seit ungefähr 3 Jahren nun habe ich der Motorradszene den Rücken gekehrt. Aus heutiger Sicht waren wir orientierungslose Jugendliche auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Liebe. Auf Teufel komm raus mit dem Kopf durch die Wand. Geblieben sind nur die Erinnerungen. Eine YZ, meine Harley, die Simson und die DAX, mein erstes Moped, welches ich mittlerweile seit meinem halben Leben besitze. Heute bin ich 28 Jahre alt, trage Verantwortung für meine Firma, meine Mitarbeiter, einen wundervollen Sohn und irgendwann ist es halt einfach nicht mehr der Lifestyle, an einem Wochenende über 1000 Kilometer quer durch Deutschland zu reisen, um auf irgendeiner Wiese oder in irgendeinem Industriegebiet mit anderen verwackelten Halbstarken aus dem Internet auf illegalen Motorrädern einen auf dicke Hose zu machen und sich die Birne wegzusaufen. Oder etwa doch? Hartz IV ist gekommen. Grüße an alle Leute, die heute arbeiten müssen. Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Freunde, ihr wisst ja, wie das ist. Man ist so ganz unschuldig auf Kleinanzeigen unterwegs und stößt dann auf so eine Anzeige, an der man einfach nicht vorbeikommt. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine XC525 mit Supermoto-Umbau gefunden. Das ist hier so ja ein altes Rotax-Modell, 2003er Baujahr, mit VFM-Felgen, mit Motomaster, Vierkolbenbremsanlage und ganzen 613 Betriebsstunden. Ihr müsst euch vorstellen, so 613 Betriebsstunden, das sind ja quasi Wettbewerbsmotoren. Das ist vergleichbar mit einer Laufleistung beim Auto von wahrscheinlich so 400, 500.000 Kilometer. Also da ist eigentlich das Leben schon 5-mal vorbei von so einem Ding. Absolute Überraschungskiste. Aber dafür sind wir hier auf diesem Kanal. Soll angeblich regelmäßig gewartet worden sein und ist halt mit 3.800 Euro auch relativ günstig für die verbauten Teile. Dazu soll es sogar noch, da ist ein FMF dran, da soll es noch den Originalauspuff dazu geben, da soll es noch den Originalradsatz dazu geben und dann kann man, selbst wenn der Motor jetzt irgendwie Fritze ist, mit Teilen. Ihr wisst ja, wie man sich das mal schön rechnet, Freunde. Also, ich würde sagen, ich bin hier gerade auf dem Dorf, fahre zu einer Freundin, die hat einen Transporter. Und dann geht's gleich nach Kassel oder bei Kassel, irgendwie steht die Kiste. Let's go! Vielen Dank vorab an Y-Food für Sponsoren dieses Videos. Wenn sich irgendeiner da draußen von euch irgendwann mal über den Geschmack von Y-Food beschwert hat, dann probiert jetzt wirklich mal dieses Creamy Cookie Zeug aus. Es ist eine limitierte Geschmacksrichtung, die jetzt für begrenzte Zeit auf dem Markt ist. Erhältlich über den Link in meiner Videobeschreibung. Das Zeug schmeckt wirklich, wirklich abartig geil. Ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit, hält euch 3 bis 5 Stunden satt, enthält viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen, Ballaststoffen, laktosefrei, glutenfrei und perfekt für unterwegs. Wir sind jetzt wieder so 6 Stunden on the road, da ist so ein Y-Food im Gepäck nie verkehrt, habe ich immer im Auto. Wie gesagt, jetzt über den Link in meiner Videobeschreibung abchecken. Über meinen Rabattcode könnt ihr auch noch 10% auf Standardsortiment sparen und aufs Tasterpack gibt es, glaube ich, immer noch die versandkostenfreie Aktion. Und dann weiter viel Spaß mit dem Video. Na? Ich halte dir direkt die Kamera in die Fresse. Nein. Wie geht's? Gut, und dir? Du bist unsere Chauffeurin heute. Ja. Mit dem Auto von deinem Nachbarn. Mhm. Wollen wir Cedric auch grüßen im Video? Liebe Grüße an Cedric, danke für das Auto. Ja. Wovon er eigentlich nichts weiß. Ja, Mensch, perfekt. Gut, let's go. Selina, erzähl mal, mit was sind wir denn hier unterwegs? Transporter. T5? Cedric, ja, T5. T5? Ja. Und 2 Liter TDI, ne? Ja. Kann da was? Weiß ich nicht. Außer, dass er tiefer gelegt ist, weiß ich nicht, was er kann. 206.000 gerudert, Freunde. Lenkrad auch schon ein bisschen angegriffen. Meinst du, der bringt uns heil hin und zurück, oder? Ich kann es nicht sagen. Er hat schon mal gebrannt bei Cedric. Achso. In echt? Ja. Okay. Der Motor oder? Mitten auf der oder Autobahn, ja. Oh. Ja, das ist dann auch wieder guter Content, wenn die Karre jetzt nochmal abwackelt hier. Ja, besonders gut. Du fährst auch Motorrad, ne? Aber Motocross. Motocross? Ein Supermoto. Okay. Also so auch Hashtag Bikerchick auf Instagram und alles dann. Ja, genau. Ja. Wie viele Bilder mit Mopeds sind drin? Ich hab 2 erst. Ja? Ich hab die erst neu gekauft. Ich glaube, da vorne, die erste rechts, wahrscheinlich da, wo der T4 steht. Hier? Ja. 19 Uhr.
Diesel abgewürgt. Weserbergland. Irgendwo zwischen Paderborn und Kassel. Im Regen hier schon wieder in der Nacht- und Nebelaktion Moped kaufen, von dem ich jetzt schon weiß, dass es hier wieder ein Reinfall wird, Freunde. Es ist ja wirklich nicht zu fassen. Moin, moin. Moin, moin. Der Tim. Jo. Hagen, grüß dich, moin. Moin. Ja, ich habe den Leuten schon erzählt, dass wir dich ein bisschen mit der Kamera belästigen. Das ist dein Bike, ja? Jupp. Okay. Wie lange bist du gefahren? 2 Jahre. Ehrlich gesagt, im Dunkeln jetzt gar nicht so richtig Bock, die durchzugucken. Das mache ich dann zu Hause. Motor wollte ich einmal hören. Du hast ja gesagt, dass der E-Starter-Freilauf irgendwie so ein bisschen rasselt oder so. Oder den der habe ich tatsächlich gestern sogar noch ausgebaut. Gestern sogar noch ausgebaut, ja? Okay, das ist E-Starter, geht jetzt gar nicht, ja? Nee. Okay. Also der dreht, ne? Mhm. Aber den Freilauf habe ich rausgebaut, weil ja irgendwie was war. Was mir noch aufgefallen ist, die Kupplung ist glaube ich auch nicht mehr die allerbeste, aber ich habe auch noch eine neue dabei. Motor musst du wahrscheinlich, willst du aufmachen, Projekt machen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, je nachdem, ne, was nötig ist. Willst du mal ankicken? Ja. Willst du auch eine Runde fahren, oder? Du, brauch ich echt nicht bei dem Wetter. Das spare ich mir. Na, das ist dann das zweite Video. Schrott gekauft, Fragezeichen ausgelöst. Genauso wie bei Dings an Yamaha da. Das ist ja ein 2003er Baujahr, ne? Jo. Das ist ja der Rotax-Motor. Das ist ja der RFS. Der wurde, RFS, genau. Jo. Der wurde ja nicht von KTM selber entwickelt, ne? Ja, da fragst du mich was. Kommt der vom Beta oder was? Nee, ich glaube Rotax ist die Motorenfirma und Beta hat den auch eingekauft, glaube ich, ja. So. Aber ist das noch, weißt du, ob das der gleiche Motor ist wie in späteren Baujahren? Also der geht soweit, ich weiß, von 2003 bis oder 2002 bis 2007, meine ja. ich. Ja. Na gut, dann schmeiß mal an das Ding. Spring an! Bist du schon überzeugt? Noch nicht so ganz. Aber. Mach mal eine Show. Auf jeden Fall schon mal. Eine schöne Bremse. Oh, aber Scheibe gar nicht, Motomaster sehe ich jetzt, ne? Boah, das ist ja. Warte mal hier. Choke, ey. Gute Adelin-Pumpe. Ich wollte gerade sagen, weißt du, ich habe auf dem Foto, auf dem Foto habe ich nur orange eloxierte Bremspumpe gesehen oben. Dachte auch Motomaster, nein, Adelin, AliExpress. Ja, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ey, was? Bringt der Hobel gar nicht mehr an, Alter. Was hast du gestern am Telefon gesagt? E-Starter braucht man eh nicht. Kannst du nicht halten, ne? Ey, ich weiß jetzt nicht, ob ich mach mal Choke jetzt raus. Bei dem nassen Boden. Sehr gut. Hä? Es wird nichts. Es wird nichts? Bei dem nassen Boden? Nee, anschieben ist schwierig, das ist das, ne? Das Wetter hier, hast du dir ausgesucht. Ja. Was sagst du, nehmen wir die Bude mit oder ist eigentlich schon ein Krampf jetzt, ne? Ich will so einen Schrotthaufen kaufen, ne? Ja. Jetzt schiebt der arme Junge die Karre hier bergauf. Das ist es. Oh. Aha! Hörst du was? Ja. Hatte gut. Willst du noch irgendwas ins Video sagen oder irgendjemand grüßen? Mein Insta-Account. Ja. TIMM-R20. Ja,
Freunde, ich meine, was soll ich euch erzählen? Ihr wisst ja selber, wie das ist. Da fährt man durch ganz Deutschland und dann lässt man die Karre auch nicht stehen, egal wie schlecht sie ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass leider der Tank nicht original schwarz ist. Die XCs hatten, ich glaube, nur in einem oder zwei Baujahr, 2005 oder 2006, müsste das gewesen sein, bei einem Sondermodell, einen schwarzen Plastiktank. Die Dinger sind heutzutage auch sehr begehrt und teuer. Das hier ist ein normaler Orangener, der halt mit einer Dose lackiert wurde. Sieht man auch, normalerweise hält das gar nicht so gut. Ja, ist dann so. Dann natürlich die Bremspumpe oben, wo ich dachte halt, das ist eine komplette Motomaster-Bremse. Das ist jetzt hier halt so eine China-Pumpe. Die Felgen sind VMX-Felgen. Und ich dachte halt, die sind so schön zweifarbig gepulvert. Aber das ist halt hier nur so eine... Oh, hier sehe ich gerade noch, da hat sich der Bremssattel mal verabschiedet. Und hier in Form eines Kratzers verewigt. Perfekt. Und das Gelbe ist halt auch nur eine Folie, die aufgeklebt ist. Der tolle FMF-Auspuff hat seine besten Zeiten halt leider auch schon hinter sich. Und ansonsten, die Karre ist halt dreckig. Und ja, das mit dem Motor ist natürlich das Blödeste, ne? E-Starter ausgebaut, funktioniert nicht, Motor klappert. Die Schwinge, der Rahmen, die Gabelbrücke, das ist ja alles wahrscheinlich mit Dose lackiert oder so. Das platzt alles so ein bisschen ab. Aber Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, sagt ihr, schreibt ihr mal in die Kommentare. Erstens habe ich einen guten Preis bekommen, auch gar keinen Vorwurf an den Tim, der wusste, was er verkauft, ich wusste, was ich kaufe, wir haben uns auf den Preis geeinigt, alles gut. Hättet ihr die Bude mitgenommen? Und wenn ja, für welchen Preis? Aber es gibt ja auch Pluspunkte, Freunde. Die Verschleißteile sind alle gut, Bremsen, Reifen, Kettensatz. Die Elektrik funktioniert, was man bei den meisten von den Karren leider nicht sagen kann. Selbst Blinker hier laufen auf Batterie, das ist ja alles super schön TÜV-konform. TÜV hat die Karre auch noch über ein Jahr, wobei ich sie wahrscheinlich nicht anmelden werde. Also die Zeiten sind einfach vorbei, wo man so ein Ding auf der Straße bewegen kann in Hamburg. Und im schlimmsten Fall, Freunde, habe ich halt eine neue Deko hier fürs Wohnzimmer gekauft. Wie gesagt, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf Motorrad-Content dieses Jahr. Gerne auch die ganzen alten Leute. Wer von euch ist noch da aus HWK-Zeiten 2014, dieses Stahlberg-Video? Es ist geisteskrank, wie lange das her ist. 8 Jahre mittlerweile. Hat sich viel getan in der Zwischenzeit, aber irgendwie auch nicht in diesem Sinne. Ich freue mich auf eine wunderbare Auto- und Motorrad-Saison 2020 und hoffe inständig, dass wir uns alle dieses Jahr irgendwo mal auf dem einen oder anderen Auto- oder Motorrad-Treffen Corona-bedingt sehen können. Es reicht doch jetzt endlich auch mal mit dieser... In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Freunde. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und euer kostenloses Kanalabo da. Haut rein. Ciao, ciao. Biersauna. Nee, aber...